Sonntag, 19. Februar 2018. Nach zwei Auswärtssiegen in Folge wollen die Hamburger heute im heimischen Iceland gegen den Club aus der Hauptstadt nachlegen. Brad McGowan konnte am Freitag in Braunage seinen 89. Treffer für die Crocodiles erzielen und ist somit alleiniger Torschützenkönig aller Zeiten beim FTV. 43. Spieltag der Oberliga Nordsaison 2017-2018. Crocodiles Hamburg gegen den ECC Preußen Berlin. Dort zuletzt mit dem Schuss. Sichere Beute für Kai Christian. Zurück gelegt an die Blaue, Lietzmann. In den Polikreis gespielt. Wieder zurück zu Lietzmann, der holt aus. Schuss von Christian abgewehrt. Nochmal die Preußen. Wieder an der Blauen. Wieder Lietzmann. Auf die rechte Seite, auf Bild. Der rüber gespielt auf die linke Seite. Die linken Polikreis. Wieder zurück zu Lietzmann, der mit dem Schuss. Christian kann die Scheibe nicht festhalten. Da ist sie drin, aber Michael Kent, der Hauptschiedsrichter, zeigt sofort an, kein Tor. Anton Zimmer wieder mit dabei, Hamburg komplett und Phil arbeitet. Moin Phil! Hallo! Ja. Rums ist aber auf der Gegenseite, Tim Marek. Wird da gecheckt gegen Felix Braun an der Bande. Der bleibt auch liegen. Der bleibt liegen, hält sich den rechten Ellbogen. Den Kurken tief, halt Christian aus der Tor raus, vor Ludwig an der Scheibe, links auf Brut. Der lässt Cavani kurz mit dem Gehre laufen, der kriegt den Meister, kriegt wieder Ludwig an mit dem Schuss. Und der ist irgendwie dann rein ins Hamburger Gehäuse und somit gehen die Berliner hier mit 1:0 in Führung. Dann der Pass auf Gerard. Wieder zurück auf Mitchell, der holt aus. Giraz und der dann mit dem Rückwinkel. Kommt hier die Hamburger Führung. 2:2. Schöner Schuss. Erfolg von Bruns. Schimming. Verliert den Puck. Bruns ist das. Auf McGowan, der mit der Rückhand in den Slot zu Gerard und der mit der Rückhand zum zweiten Treffer für ihn erhöht auf 3:1. Damit André Gerard schon 6 Tore an diesem Wochenende. Braun, kriegt einen schönen Pass, Kalovi, Van Lietjen, tunnelt Kai Christian und verkürzt auf 3:2. Gut gemacht von den Berlinern. Hat sich da gerade in der eigenen Zone schön den Puck erkämpft. Vor allem auch mit dem Körperspiel eben sehr robust. Und dann stehen am Lauf. Wieder auf Gerard. Linke Seite, der findet McGowan. Oben rechte Seite am Lauf. Und dann Kagovi für Israel. Und die Scheibe ist im Tor. Und zwar André Gerard, hier fliegen Kevys aufs Eis. Patrick! Gerard. Für McGowan, der mit dem One-Timer. Nochmal McGowan aus der Drehung, legt sich den Puck zurück. Dann wird Gerard zwar gehakt, jetzt kommt der Prügel. Gerard gegen
Nitzmann ist das, glaube ich. Oh, da muss ich Gerhards 1-2 einstellen. Gerhards lässt sich mal gar nicht gehen. Ja. Gerhards ist auf 300. Mindestens. War aber, ja, ich kann nicht vielleicht kurz nachvollziehen, weil er hat da tatsächlich einen Fall gebracht. Ja, ist dran. Der nimmt Fahrt auf, rein in die Zone, mit dem Schuss, abgeblockt, Küssner und Schmidt mit der Fanghand. Bei Christian, jetzt bei der Pass auf Tobi Bohns, der 1 auf 1. Bohns, gut, gut, Tor! 89. Treffer für Tobi Bohns für die Crocodiles Hamburg. Und damit gleicht er wieder aus. Brad McGowan hatte am Freitag ja die 89. Down, der mit dem One-Timer mit Verstätte. Beide zu weit vollgelegt. Grunwald und jetzt Van Liedtjen ist da auch von da vorne. Van Liedtjen und Braun. Van Liedtjen mit einem eiskalten Trick, aber mit keinem Tor. Wer? Vorne ist Zimmer, den sieht er. Zimmer hat da Platz. Zimmer gegen Janke. Zimmer zieht vor das Tor, schiebt ihn rein und erhöht hier auf 6. Traumhaft! Anton Zimmer, 8. Saisontreffer. Wojnarek, den Puck allerdings hinten in den Schlittschuh. Somit jetzt die Crocodiles. Jetzt wird Bruns da umgeschubst. Strafe ist auch angezeigt. Erneut wird es Ludwig treffen. Gaumann hält den Punkt nochmal drin. Da kommt Schilling. Auch nochmal. Und ja, Schilling ist auch ganz schön auf dem Sack. Lietzmann spielt Reichert den Punkt auf den Schläger. Und dann ist das Küssner, der den Punkt erhält und wieder bekannt einsetzt und hier auf 7:2 erhöht. Weg. Ludwig von der Scheibe getrennt. Jetzt gibt es mit von Wojnarek. Alles sauber, sagt der Schiedsrichter hier. Der stand direkt daneben. Zinovic verliert den Helm dabei. Fährt jetzt zur Bank. Und ein Stockschlag da von Wald. Der schnappt sich nämlich jetzt Wojnarek, der da Zinovic umgehauen hat. Der findet Braun. Schläger von Zimmer kurz dazwischen. Christian mit der Fanghand. Und das hat er ganz elegant gemacht. Aber war es, glaube ich, schon unterbunden. Stocker. Linke Seite. Bruns. Und Reichert. Und jetzt der Konter. 2 auf 1. Reichert rechts, in der Mitte kommt McGowan, Reichert für McGowan und er mit dem 8:3 in Unterzahl und mit seinem 90. Treffer. Insgesamt damit wieder der alleinige Rekordschütze der Crocodiles. Ja, der macht da auch keine großen Anstalten, wer das Spiel irgendwie macht. Vielen Rabani auch nicht. Und das war's. Crocodiles gewinnt hier 2 gegen Preuß Berlin. Ja, genau wie am letzten Freitag, am letzten Sonntag, als wir 8:2 gewannen. So, ja, ich habe Tobias Bruns bei mir. Tobias, wir haben es jetzt gerade oben auf dem Videowürfel, auf unserer Videoleinwand gesehen. Brad McGowan, alleiniger Topscorer. Freitag hatte er sich ja den Titel geholt. Eben hast du noch gleich gezogen, bevor er jetzt wieder ein Tor voraus ist. Was ist dein Plan? Wie willst du ihm den Titel wieder abluchsen? Das sieht sich aus. Nein, also ich gönne Brad das. Er ist ein überragender Spieler. Und schon damals, als ich das Tor geschossen habe, wusste ich, das ist irgendwie ein Titel auf Zeit. Mit so einem Spieler in den Reihen. Und ja, er hat sich das hier absolut verdient, auch die Ehrenrunde hier.
Und ich gönne es ihm, dass er lange bleibt und ich wünsche mir auch, dass er lange hier bleibt und den Titel lange verteidigt. Tiefer erinnern, hast du schon Lust, den Titel wieder abzunehmen, oder? Du, irgendwann, ich sitze ihn im Nacken und mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann nochmal. Ich meine, mein Torjägerinstinkt ist ja nicht gerade berühmt-berüchtigt. Mit drei, jetzt vier Toren in dieser Saison ist er eher mau. Aber mal schauen. Die Saison ist zwar nicht mehr lang, aber ein paar Spiele sind es ja noch. Vielleicht kann ich ja nochmal antworten. Heute der Treffer war auf jeden Fall sehr schön gemacht. Freitag hast du ja auch schon bei allen fünf Toren jeweils einen Assist beigesteuert. Also punktetechnisch läuft das ja aktuell bei dir. Wie war aus deiner Sicht heute das Spiel von euch? Ja, wir haben im ersten Drittel zu viele Fehler gemacht. Ne? Da haben wir jedes Mal beim Aufbau, also nicht jedes Mal, aber sehr viele Fehler im Aufbau gemacht. Viele Fehlpässe. Aber insgesamt haben wir das Ganze doch relativ souverän über die Zeit gebracht. Wir haben viele schöne Tore gemacht. Also war ich echt erstaunt, was hier André Zimmer zum Beispiel rausgeholt hat. Die beiden Dinger von André Gerhardt. Ich würde sagen, im Moment läuft es bei uns und ja, das war gut so. Ja, so soll es bleiben, so kann es weitergehen, auch wenn die Saison nicht mehr so lang ist. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es ein bisschen früher in der Saison gewesen wäre. Hätte man vielleicht jetzt die andere Runde gespielt, aber gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Tobi, vielen Dank dafür, viel Erfolg bei den nächsten Spielen und schönen Abend. Ja, danke. Ja, damit zurück zu euch. Ja,